Der Wahnsinn nimmt kein Ende. Ja, das soll er ja auch gar nicht. Gleich geht's weiter. Sarah Wagenknechts Rede gestern im Bundestag bringt es einfach auf den Punkt. Hören Sie mal selber zu. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in Deutschland bahnt sich eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe an. Millionen Menschen haben Angst vor der Zukunft, vor explodierenden Lebenshaltungskosten, vor Horrorabrechnungen und immer mehr auch um ihren Arbeitsplatz. Und auch wenn es sich noch nicht bis ins Wirtschaftsministerium herumgesprochen hat, in Schlüsselindustrien werden Betriebe reihenweise schließen, schreibt das Handelsblatt. Denn, Herr Habeck, in der Wirtschaft ist das leider nicht so wie in der Politik. Ein Minister, der nichts mehr liefert, muss leider tatsächlich keine Insolvenz anmelden. Sie sind das beste Beispiel dafür. Aber ein Unternehmen, das wegen der hohen Preise nichts mehr verkaufen kann, das verschwindet vom Markt. Und das heißt eben schlicht im Klartext, wenn wir die Energiepreisexplosion nicht stoppen, dann wird die deutsche Industrie mit ihrem starken Mittelstand bald nur noch eine Erinnerung an die guten alten Zeiten sein. Und die hohen Energiepreise, viel höher als in vielen anderen europäischen Ländern, die sind doch nicht vom Himmel gefallen. Die sind doch das Ergebnis von Politik. Sie sind zum einen das Ergebnis ihrer völligen Rückgratlosigkeit gegenüber den Absahnern und Krisenprofiteuren. Die Mineralölkonzerne werden in diesem Jahr in Deutschland 38 Milliarden Euro mehr Gewinne machen als im Schnitt der letzten Jahre. Die Stromerzeuger sogar 50 Milliarden. Geld, das den Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag aus der Tasche gezogen wird. Andere Länder haben dieses Marktversagen längst mit Preisdeckeln oder wenigstens mit Übergewinnsteuern darauf reagiert. Frankreich hat den Anstieg des Strompreises auf 4% begrenzt. Da sind sie nicht erst nach Brüssel gefahren und haben lange Verhandlungen geführt. Ein Liter Sprit kostet rund 40 Cent in Frankreich weniger als bei uns. Und der Beitrag des hochkompetenten deutschen Wirtschaftsministers zur Energiekrise? Er lässt sich von den Energielobbyisten ein Gesetz zu einer Gasumlage schreiben, das die Bürgerinnen und Bürger, die Familien und Unternehmen, die sowieso schon leiden, zusätzlich zur Kasse bitten wird. Also da muss man wirklich sagen, auf so einen Einfall muss man erst mal kommen. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Aber nicht nur. Weil sie zu feige sind, sich mit den Krisengewinnern anzulegen. Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie. Und wo haben Sie denn Ersatz aufgetan, Herr Habeck? Bei amerikanischen Fracking-Gasanbietern, die aktuell 200 Millionen Euro Gewinn mit jedem einzelnen Tanker machen. Klar, so kann man die Gasspeicher auch füllen. Aber den Ruin von Familien und Mittelständlern, die diese Mondpreise am Ende bezahlen müssen, den werden Sie damit nicht aufhalten. Und es fängt doch schon an. Ich meine, dass der Gasverbrauch der Industrie um fast ein Fünftel eingebrochen ist, das liegt doch nicht an plötzlichen Effizienzgewinnen. Das liegt doch daran, dass die Produktion schon jetzt dramatisch zurückgeht. Und bevorzugtes Ziel von Produktionsverlagerungen ist übrigens neuerdings wieder die USA, weil der Gaspreis in Deutschland inzwischen achtmal so hoch ist wie in Übersee.
Make America Great Again. Tolle Strategie für eine deutsche Regierung. Der Hauptgeschäftsführer des DHK geht davon aus, dass Deutschland bei Fortsetzung der jetzigen Strategie in wenigen Jahren 20-30% ärmer sein wird. Ja, ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit auch noch russische Energie. Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen. Verhandeln wir in Russland mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferung. Wir sind nicht unabhängig. Wie machen sich doch uns und uns etwas vor? Und lieber Herr Habeck, es mag ja sein, dass Ihnen auch egal ist, was Ihre deutschen Wähler denken. Aber Sie haben nicht das Recht, Millionen Menschen, die Sie mehrheitlich nicht gewählt haben, ihren bescheidenen Wohlstand und ihre Zukunft zu zerstören. Und deshalb treten Sie zurück, Herr Habeck, denn Ihre Laufzeitverlängerung, die führt mit Sicherheit zum Super-GAU der deutschen Wirtschaft. Dankeschön. Großartige Rede, Frau Wagenknecht. Sie sprechen mir aus tiefster Seele. So sollten die Politiker sein, meinen größten Respekt. Besser geht's einfach nicht. Warum werden die Zwischenrufer eigentlich nicht des Saals verwiesen? Ja, was im Bundestag aus dem Grundsatz geworden ist, den Menschen, der das Wort hat, auch ungestört ausreden zu lassen, frage ich mich immer wieder. Damals in der Schule wurde man bei solchen Fehlverhalten noch vor die Tür gesetzt. Sollte man da auch mal wieder einführen. Allerdings sitzt dann bald keiner mehr da, was ja eh kaum mehr auffällt bei all den leeren Sitzen. Im Übrigen hielt Frau Wagenknecht gestern in Berlin-Schönefeld als einzige Politikerin noch eine Rede vor Bürgern und Demonstranten. Ja, Frau Wagenknecht, ja, schade, dass Sie im Bundestag fast ausschließlich von Klimafaschisten, Antideutschen und Kommunismus-Romantikern umzingelt sind. Und der Habeck hat währenddessen mal wieder nichts Besseres zu tun, als sich respektlos auf sein Handy zu konzentrieren. Wenn Sie, Herr Habeck, überfordert sind, also eigentlich immer, nehmen Sie Ihr Handy in die Hand. Müssen Sie nochmal Insolvenz googeln oder holen Sie etwa ein Wirtschaftsstudium online nach? Oder haben Sie Klaus Schwab eine Nachricht geschrieben, dass sein Great Reset, die Agenda 2030, gerade völlig in die Hose gehen? Aber sowas von. Warum begreifen im Land der Dichter und Denker noch immer nicht alle Menschen die tatsächlichen Zusammenhänge? Die Bürger werden gerade ganz bewusst in die Armut getrieben. Die Bevölkerung und der Mittelstand wird gerade ganz bewusst ausradiert. Sonst bekommen die Wirtschaftsoligarchen die Agenda 2030 ja nicht umgesetzt. 100%ige Abhängigkeit und Kontrolle ist das Ziel. Man zieht ihnen, den Bürgern und dem Mittelstand, gezielt das Geld seit Jahren aus der Tasche. Ja, Sie, liebe Landwirte, Bäckereien und restliches Handwerk und Familienbetriebe, Sie alle sind das Rückgrat der Wirtschaft und des deutschen Wohlstands und Sie werden ganz bewusst seit 2,5 Jahren in die Pleiten getrieben. Wie heißt es doch so schön? Handwerk hat goldenen Boden. Ja, und genau darum geht es, den goldenen Boden systematisch zu vernichten und alles in Schutt und Asche zu hinterlassen. Ja, und dann, wenn alle dicht gemacht haben, daraus unweigerlich Millionen Arbeitslose entstanden sind, rettet der Staat sie alle natürlich. Selbstverständlich. Der rettet sie dann so etwas von gerne. Er kommt mit scheinheiliger Hilfe um die Ecke wie ein Garner. Mit digitaler Währung wird er daherkommen, gleichbedeutend mit absoluter Abhängigkeit, Macht und totaler Kontrolle. Was glauben Sie, was da auf uns gerade alles zurollt? Alles wegen dem Ukraine-Krieg? Denken Sie endlich nach, bevor es zu spät ist. Was glauben Sie, warum die Menschen seit über 2,5 Jahren vehement auf den Straßen im ganzen Land stehen? Die Leute auf den Straßen wissen, was hier läuft. Die Agenda 2030. Klaus Schwabs Great Reset läuft hier. Bitte. Es ist doch mittlerweile mehr als offensichtlich, was für eine skandalöse und volksfeindliche Politik hier gegen die eigene Bevölkerung geführt wird.
Diese Regierung ist ein völliger Totalausfall und wir wären sogar besser komplett ohne Regierung aufgestellt als mit so einer skandalösen und volksfeindlichen Regierung. Daher muss ich Ihnen in einer Sache klar widersprechen, Frau Wagenknecht. Nicht nur Habecks Rücktritt ist längst überfällig. Nein, Lauterbach, Scholz, Baerbock, um nur einige zu nennen. Ich fordere den geschlossenen Rücktritt dieser bis ins Mark lobbyverseuchten und volksfeindlichen Regierung. Ja, so, das musste auch mal gesagt werden. Ja, herzliche Grüße auch an die Facebook-Zensurabteilung. Mein Beitrag basiert wie immer auf Artikel 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehen Sie Montag bitte auf die Straßen. Wenn Ihnen meine Beiträge gefallen, lassen Sie doch bitte ein Gefällt mir auf meiner Facebook-Seite und abonnieren Sie auch meine anderen Kanäle. Alle Links dazu finden Sie oben im Beitrag, auch die Links zu den Montagsdemonstrationen. Kommen Sie in unser eigenes, unabhängiges und zensurfreies Netzwerk auf www.lovestorm-people.com/network. Vielen Dank fürs Teilen und alles Gute Ihnen und bis bald.